Es ist das Jahr 2012. Wir diskutieren über Schultrojaner und darüber, dass im Herbst die ersten digitalen Schulbücher auf den Markt kommen werden. Stellen Sie sich ein Kind vor, das im Jahr 2012 geboren wird. Was passiert mit ihm in 5 Jahren, wenn es darum geht, dass es ein Jahr später in die Schule kommt? Welche Lehr- und Lernmaterialien wird es dann erwarten? Braucht es überhaupt noch einen Schulranzen? Über diese und weitere Fragen diskutieren wir vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2012 bei Let's Work.